So, und hier geht's gleich weiter mit Drüsenbrunnen. Findet Anwendung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und noch vieles mehr. Kation, Natrium, Calcium, Magnesium, Kalium, Eisen. Ja. Dann haben wir den nächsten. Elisabethenbrunnen. Waren wir da nicht gerade schon? Da haben wir doch geparkt. Anwendung Magen-Darm. Kann man das lesen? Ja, doch, man kann. So halbwegs, oder? Andere Seite. Landgrafenbrunnen. Bei Leber und Galle. Schwierig zu lesen. Zusammensetzung. Wie? Nein. Nicht mehr als ein Liter. Okay. Zwei Brunnen habe ich jetzt also schon getestet. Den teste ich auch. Schmeckt sehr. Der eine hat sehr salzig und mineralisch geschmeckt. Also sehr nach Kohlensäure.